Mr. Gale. Ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Ishwari Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Ein Pass. Was ist los? पटना में गया परवा है तो बाढ़ में गया लेकिन हमारी रेंज में है मैंने कहा आज नहीं गया कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं ले लो चुप मिल गया कुछ मिल गया हेलो चलो बस से निकलो रुको साले Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle? Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job! Den hast du versaut! Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine +1. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich... Should I stay or should I go? Uns gratuliert Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, de Pleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. Ajay Ghale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits... Sie... hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfahl. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Bin bei Ajay Ghale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe! Nutzt dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Sch. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Na, du brauchst, dass ich immer reden kann. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Ajay Ghale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Und die Leute sagen, ich wäre ein Fantast. den Berg. Zur Tür, Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. 1, 2, 3! Bleib bei mir! Okay. Los geht's! Doppelt die Wendigkeit! Scheiße! Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe! Nimm die! Rechts! Festhalten! AJ, wenn du mich hörst, antworte. AJ Ghale, antworte bitte. Hallo? Kyra sei Dank. Hier ist Sabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Ghale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kyrat. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles daran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird ein... So, die Lawine! In Deckung! Lawine! AJ! Lawine! Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur, Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Ghale, Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Fuck! Gib ihm etwas Morphium! und schalt das scheiß Radio ab! Die dem Süden Wohlstand und Macht. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Okay. Versprochen. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Bhadra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Bhadra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Fuck. Amita schickt mich. Anscheinend haben Sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Hey. Bhadra, wie geht's dir? Gut. Ich, hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Mm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker, Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyrat. Und das hier handelt von Bhadra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Es ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Willkommen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist Ajay. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sautschmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würdet ihr wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die 7 Siegel zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, Ajay. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist, vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabal, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, Scheiße. Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Bhadra, wo bist du? Komm raus! Lass mich dich töten! Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Sabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für Ajays Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht Ajays Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und Sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Bruder, wir müssen reden. Sabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht und Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig, aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des Goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder! Alles wird wieder gut. Es wird alles wieder gut. Da sind Killerbienen! Bald fangen sie an, uns zu töten. Geil. Irgendwer schießt. Unterwegs! Erschießen, Mantel! Ah, von dir bleiben nur Stücke übrig. Na, hört ihr auf, wenn sie tot sind! Ich glaube das nicht. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, Ajay. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Ajay, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, Ajay? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit de Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. Ajay, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. Ajay, tu's nicht. Ich sehe den Feind! Ist da jemand? Ich werde Verstärkung holen! Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, Ajay. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Pagan Min verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, Ajay. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Ghale kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, Ajay. Schließ dich dem Goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den Goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Pagan Min zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begannen. Also, denk darüber nach, Ajay. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Habt ihr es verpasst? Alter, nein! Habt ihr etwa die Action verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Hurk. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der Goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der Goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der Goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den Goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn? Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie! Wahoo! Alles klar. Verdammt, Sabal! Nein! Du bist eine Dealerin! Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Erinnerst du mich noch? Worüber streiten Sie sich überhaupt? Pagan Mins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt euch... Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch Ajay Ghale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter... Ich schulde dem Goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Ghale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Ach, tu's doch. Tu's einfach. Zeig Ajay, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Amita, wir sind alle tot. Und die Infos, die du gefunden hast? Eine Karte von einem Tempel oder so. Okay, Ajay, das könnte wichtig für uns sein. Ich überprüfe das. Danke, dass du das erledigt hast. Sabal. Waren die Infos aus dem Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben liest. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit! Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig, sie ist subversiv und sie opfert ständig Leben. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Der Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Die Götter segnen uns mit Weisheit und wir sammeln sie in den Gebetsmühlen, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Rieche die Mühlen. Ein Leben ohne Emotionen ist kein Leben. Doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon verschlungen. Füge das Pulver hinzu. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. AJ, die Daten, die du beschafft hast, diese Karte, sie zeigt das Kloster. Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Armee wird gleich angreifen. Mönche an! Schnell zu den Türen! Feind in Sicht! Ja. Stopp das Fahrzeug und ich leg dich um! Da oben brennt die Statue! Vernichtet ihre Vorräte! hast uns gerettet. Du bist deines Vaters Sohn, Ajay. Danke, Ajay. Danke. Amita, das Kloster ist gesichert. Vielleicht erkennt Sabal nun die Bedeutung guter Aufklärung. Hättest du nicht diese Karte besorgt, hätten wir nie rechtzeitig eingreifen können. Gute Arbeit, Ajay. Ajay, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Psalm. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unseren Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, Ajay! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, Ajay, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung. Paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, Jay! Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, Ajay. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und ich schleiche dich rein, der in diese Nacht. Was soll das? Wo sind die Waffen? Verdammt, die ist leer. Das muss sie sein, aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt ihr mich her? Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, darein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa? Business, Ajay. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Goka-Fälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass de Pleur eine große Lieferung Opium vorbereitet. Bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, Ajay. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, Ajay. Wirst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, Ajay. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich verständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kyrat. Und wir müssen sie aufspüren. Findet zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Feind in Sicht! Oh! Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bring mir, was du findest. Bewegung! Findet den Bastard! Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert, auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg, das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kyrats Zukunft. Wir brauchen sie. Und du musst sie für mich sichern. Vertreibe die Army und sorg dafür, dass dem Mond nichts passiert. Und pass auf dich auf. Deine Hilfe wird noch gebraucht. Die Armee brennt die Felder ab. Halte das Feuer! Geht das Wasser ab! Sie kommen aus dem Osten! Auf das Gebiet! Wer hat denn da geschossen? Ich nehme das Maschinengewehr! Du bist die Kugel nicht wert! Ah. Soldaten nähern sich von Norden! Feuer! Es brennt! Oh. Wir können nicht minen! Verdammt, AJ! Du hast gerade Amita erlaubt, auf unser Erbe zu spucken. Kyrat besteht nicht nur aus dem Volk. Es besteht aus Erde und Felsen. Wenn du unser Land vergiftest, vergiftest du alles, wofür dein Vater gekämpft hat. Die Leute sterben schneller, als wir sie verbrennen können. Und die ganze Asche macht das Wasser im See sauer. Weißt du den Familienrespekt? Gegen Toten ist der Krieg wenigstens vorbei. Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus. Wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Warte, was? Anmannen? Höchstens bemannen. Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz anderes. Was, wie N schließen und B schließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Nam Shiva. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Oh. Oh. Unser Freund, Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht. Gegen eine kleine Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre... Wir spüren. Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Ja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, Ajay Ghale. Willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut ihr nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn. Er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar. Tu casa e tu casa. Wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst rauchen wir ein Friedenspfeifchen, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert? Schätze, dann will er den Stock. Hey, was zum Teufel? Sag doch, Gewinner nehmen kann. Bürger von Kyrat, wen feuert ihr an? Die mächtigen Elefanten? Oder die wilden Tiger. Oder seid ihr etwa für die Terroristen? Sohn des Terroristen Mohan Ghale. Gesucht von der Royal Army. Mörder. Unschuldiger Männer. Frauen und Kinder von Kyrat. Er ließ sein Volk im Stich und lebte in der Dekadenz von Amerika. Nun kehrt er zurück. In Ketten, um sich richten zu lassen. Und zwar von euch, Bürger von Kyrat, AJ Ghale! Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ. Dies ist der Moment der Wahrheit. Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist. Im Sand wird eine Klinge versteckt sein, wenn du nicht... Überlebst, gibt es für uns beide keine Hoffnung. Oh, AJ! Willkommen in der Schanat-Arena! Das Wetten soll beginnen! wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Oh, und Ajay? Sei netter zu Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Ich lebe noch, du Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst doppelt übel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest, wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck mal, guck. Wir dachten, nur wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich. Du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst dir an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen, voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst... Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja... Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im Geringsten. Es war ein netter, alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? मैंने नीचे घाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। मैं जवान था, किराती राजा के योद्धा के रूप में मैंने सिर्फ अभी अपना नाम कमाया था, कालीनाग। मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया। मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शंग्रीला को ढूंढने के लिए। आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। शेर ने बहुत खून खराबा देखा था। वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। जानवर के दांतों से अटका। जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी। शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? के मुंह से लौट आया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए। अभी जाओ। महसूस हुआ कि जो आश्चर्य मैंने देखे थे वो सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए नहीं थे। शंग्रीला खुद को बुराइयों से बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे पिता मुझे शंग्रीला की घंटियों की कहानियां सुनाया करते थे। उनकी ध्वनियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Was ist passiert? Zurück in der Welt der Lebenden. Wie kam ich hierher? Ich bin okay. Du kamst mit einem Tanker reinspaziert. Genau. Dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja. Du warst nicht raus. Hast komisches Zeug gemurmelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. War das Ding schon hier, als ihr herkamt? Oh, das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familienerbstück. Schon seit vielen Generationen. Hatte ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Hm. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau, und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen, ja? Hast du welche gefunden? Ich hatte zu viel zu tun. Gut, ja, ist okay. Ja, keine Sorge, du... Nächstes Mal. Aber wenn du an dem Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay, gut. Wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krempel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi. Jesse! Siehst du? Es klappt. Ich habe durch die Wand gesehen. Was? Drauf geschissen, du hast nur die Schritte gehört. Oh, nein, 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 ich bin auf einem Ohr taub. Schon vergessen, Sao Paulo? Stimmt, der Posaunenspieler. Der einarmige Posaunenspieler. Aber jetzt, wo AJ hier ist, kann er unseren kleinen Streit beilegen. Ja, das kann er. Aber er ist unser Besuch, also lass uns gastfreundlich sein. Das ist nur vom Feinsten. Mhm. Wir nennen es Oculus Beef. Das Zeug sprengt die Grenzen deiner Wahrnehmungskraft. Aber dazu brauchst du noch einen Topper, mein Freund. Verdammt. Ah, wo bin ich? Yogi? Reggie, seid ihr das? Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Von weit her und sucht Antworten. Wir können ihm Antworten geben. Oh, nicht schon wieder. Kann ich erinnern. Unglücklicherweise ich schon. Oh Gott, wie hat das... Oh Gott, das ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Okay, und wir sind erst 30 Sekunden drin, das wird noch viel übler. Oh. Ich sehe, meine kleine Mixtur hat gut bei dir gewirkt. Unsere Mixtur? Unsere, stimmt. Ihr habt mich betäubt. Wir haben gefragt, du warst einverstanden. Genau, und da ist noch alles an dir dran. Kein Schaden, kein Foul. Übrigens hast du jetzt auch das Rezept. Ja, und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren, wenn du es willst. Wie eine Superkraft. Ganz genau. Und wo das herkam, gibt's noch reichlich mehr. Komm einfach zu uns zurück, wenn du mal wieder ein Kind brauchst. Hä? Bis dahin. Sollen wir? AJ, du weißt ja gar nicht, was diese Felder für Kyrats Zukunft bedeuten. Vorräte, Waffen, Munition, Fahrzeuge, alles, was der goldene Pfad braucht, um Pagan Min zu bekämpfen. Ich war mir bei dir nicht sicher. Beim ersten Mal in Banapur sah ich nur Sabal und seinen Schoßhund. Aber du bist kein Schoßhund, oder? Jetzt weiß ich, wozu du fähig bist. Du hast so viel verändert. Du hast Kyrat nicht vor dem Krieg gesehen. Ich war 6 Jahre alt, als meine Eltern mir sagten, wen ich heiraten soll. Das ist die Welt, die Sabal anstrebt. Er will uns zurück ins Mittelalter führen. Aber du und ich, wir sind ein gutes Team. Und jetzt brauche ich deine Hilfe beim Schutz der Statuen von Kyrat. Paul versucht, sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den Goldenen Pfad aufzubringen. Okay. Ajay, es bedeutet mir viel, dass du mich unterstützt. Amita, erledigt. Okay, aber ich hätte noch eine Bitte, Ajay. Blockiere den Weg, der zu den Statuen führt. Was? Wieso? Weil Sabal sonst zu viele Krieger zu ihrem Schutz abstellt. Wir führen einen Krieg. Der Goldene Pfad hat ganz andere Sorgen. Schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bringe sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bringe dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Ajay, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, Ajay, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Schießt auf den Motor! Amita, jetzt hole ich mir Paul. Es ist sehr gefährlich, Ajay. Wir wollen ihn lebend, um ihn zu verurteilen, aber... Sei vorsichtig. Und mach Fotos von seinen Verhörzimmern. Die Menschen müssen sehen, was dieses Monster getan hat. Und AJ, pass auf dich auf. Lass dich nicht schnappen. Oh nein, da ist es wieder. Oh, Scheiße. Echt? Schon wieder? Fuck. Amita, ich hab deine Fotos. Paul ist echt ein krankes Schwein. Ich kann es mir kaum vorstellen, AJ. Wenn es etwas Gutes daran gibt, dann, dass wir es benutzen können, um Pagans Lügen zu zerstören. Bleib nicht länger dort, als du musst. Pagan Min. Okay, lass sie schnell ran. Nein, ist okay. Ja. Gleich bin ich bei dir. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist recht. Ja, gib mal einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich leg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja, Küsschen, Küsschen und süße Träume, okay? Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Ich werde dich finden, Ghale! Hab keine Angst, Ghale! Tschüss, Ghale! Du bist eben doch ein echter Amerikaner! Irgendwann krieg ich dich noch, Ghale! Ajay! Kumpel, warum machst du das? Nur lässt dich grüßen. Nur? Nur? Glaubt sie tatsächlich noch, dass ihre Familie lebt? Mann, wir sind seit Jahren tot! Oh Gott! All diese liebe Mama-Briefe, die habe ich doch selber geschrieben! Naja, Ashley, meine Tochter, half mir. Sie dachte, ich habe eine Brieffreundin. Sie drückt auf die Tränendrüse, meine Ashley. Ich glaube, sie hat Talent zur Schriftstellerin. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeigt ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende, wilde... Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich brauche mein Handy, Mann. AJ, bitte, bitte, ich brauche mein Handy. Lass mich los, ihr Pavian, Asche. Ashley, Ashley, Baby, Daddy ist hier. Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kyrati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören, er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ich bin dabei. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst nur die Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. AJ, Amita sagt, dass du mitkommst. Stock deine Munition auf. Der Habil da wartet auf dem Hügel auf dich. Die Fabrik nutzt Generatoren, um die Luft atembar zu machen. Zerstöre sie, dann müssen die Soldaten raus. Was immer du tust, richte möglichst wenig Schaden an. Oh, eins noch. Der Chemiker, der die Anlage leitet. Er gehörte früher zu uns. Amita will, dass er stirbt. Ihr Soldaten! Los, los, los! Ich sehe den Feind! Keine Theorie. Das verwechseln die Leute ständig. Hört mal. Weh. Verdammt, was ist denn hier los? Das Gas. AJ, wir brauchten den Chemiker lebend, verdammt. Ich sollte ihn doch töten. Es ist Zeit, alles zu zerstören. Es ist an der Zeit, Bhadras Aufstieg zu den Göttern mit einem Donner einzuläuten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir legen gerade den Sprengstoff. Komm da raus, solange du noch kannst. Vielleicht gehe ich mal und gucke, ob der maskierte Mann... Ah! Das wird dahin gezogen. Schmeckt mein... Da bleiben nur Stücke übrig. Bitte? AJ, was ist los? Hast du die Fabrik gesichert? Ist der Chemiker tot? Ja. Ja, es ist nur... Halt an! Ich glaube, ich halluziniere. Das ist der Rauch, aber das wird wieder. Ich kann dir nicht genug danken. Wegen dir hat Kyrat sowas wie eine Zukunft. Würde Sabal nicht immer nur zurückblicken, könnte auch er es sehen. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem Dritte-Welt-Sumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Bhadra? Oh, tu es doch! Tu's einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist nur dran. Immerhin, da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Nur passiert. Siehst du, was du angerichtet hast? Nein! starben. Zurück in Kyrat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Sind Sie noch da? Na super. Ich bin am Flughafen. Gut. Hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Pagans Männer erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken. Punkt. Ich habe ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Okay, Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schiefläuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Ich habe die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Yuma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe Sie zu Yuma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA... Banditen aus dem Norden! Erledigt mich! Steh unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Kontakt aus dem Süden! Schlag sie zurück! Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. ...25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunnyboy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley? Also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abhebt. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Alles klar, legen wir los. Leck mich am Arsch. Ajay, ich vermute, du hast die Akte. Ja, und sie hilft mir kein Stück weiter. Sie ist redigiert. Du willst mehr wissen? Dann halt die Klappe und hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Gut. Was für ein Job? Ich bin hier, um Pagan Min und Yuma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerillakriegsführung. Dein Volk? Der Goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll Ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1, den Flughafen übernehmen. Schritt 2, einen gewissen Ajay Ghale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem Goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Das war's? Das ist total für den Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhestand. Na komm. Steig ein, ich gebe dir einen Vorgeschmack. Sieh es als eine Anzahlung. Okay, legen Sie los. Als ich deinen Alten rekrutiert habe, tranken wir eine Flasche Scotch in der Spelunke in Tirta. Er arbeitete noch für Pagan Min damals, mit einem Leuchten in den feuchten Augen. Als Min den Thronerben von Kyrat kaltstellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, 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 ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Als deine Mutter Kyrat verließ, brannte förmlich die Luft. Wie ich gehört habe, steckt Yuma da mittendrin. Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr. Was wissen Sie über sie? Sie ist Pagan Mins Stellvertreterin. Kam zusammen mit ihm aus Hongkong, voll mit Triadenkontakten, Atergo. Du weißt, was das heißt. Atergo? Na sicher. Also, was machen wir hier? Wir holen uns eins von Yumas Lagern und den Kerl, der es leitet. Schalte ihn aus. Dann wird Yuma uns sicher was vorsehen. Willis, Yumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der Richtige war? Woher soll ich wissen, ob es der Richtige war? Mach ein Foto von ihm und schick es mir. Nichts für ungut, Junge. Das ist nicht unser Mann. Der Kerl, den du suchst, überwacht Yumas archäologische Grabung. Ich sag dir was. Leg doch einfach jeden in dieser Gegend um, der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Kloputzen und Tellerwaschen zuständig. Nichts ist amerikanischer, als alle zu töten und Gott die Details klären zu lassen. Ruf an, wenn du fertig bist. hatte einen Schlüssel dabei. Hier gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Ich hab ihn. Gut. Ich komme rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Willis out. Danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Yuma finde, melde ich mich. AJ, gutes Timing. Ich packe gerade. Das ist er, mein letzter Job für dich. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein. Schmeiß ihn nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken, die werde ich noch brauchen. Oh Mann! Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Vom Goldenen Pfad, Kyrat, der Sache... Was? Fakt. Deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt. Deine Mom hat Pagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt. Dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht... Noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Erledige das! Sonst zur Hand hast. Juma wird die Botschaft verstehen. Willis out. Ja. Bis gleich nur noch ein weiterer Tod am Anfang. Mach ein Foto von ihm, ja? Der Boss will Beweise. Ich hab das Foto. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genieß den Abstieg. Durgesh das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Pagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Also war alles, was Sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte, frag sie einfach selbst. Was haben Sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn! Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo! Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn, Darmkamm, Dummschwan? Oh, jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen. Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich. Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, Ajay, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Hm? Oh, und als allerletzten Rat noch... Ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes. Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das? Falltraum? Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte, bis zu meiner Kindheit. Ich war es nicht, Ajay. Was? Ich habe Mohan nicht getötet, egal was du gehört hast. Hätte ich jemanden töten können, dann Ishwari, deine Hure von Mutter. Fick dich. Gib einfach auf. Spring, bitte. Wenn du es tust, verstreue ich ihre Asche für dich. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalinag. Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Amita? Hey. Erst wach. Herzlichen Glückwunsch. Du bist offiziell der größte Glückspilz, den ich kenne. Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wo ist Sabal? Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu Totengöttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Sabal hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pagan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton. Vergiss C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Ich hab den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. AJ, so nah waren wir dem Norden seit Jahren nicht. Danke. Und ich muss es wohl nicht sagen. Viel Glück. Und bitte, lass dich nicht umbringen. Amita, die Brücke ist erobert. Ich stelle dich durch. Fantastische Neuigkeiten, AJ. Achtung, Volk von Kyrat. Ajay Ghale, Held des Goldenen Pfades, hat die Brücke erobert, die uns von unseren Kameraden im Norden getrennt hat. Das ist ein historischer Tag für die Befreiung und ein herber Schlag gegen Pagan Mins Tyrannei. An alle Truppen, rückt vor und sichert die Brücke. AJ, Freiheitskämpfer sind auf dem Weg, die sichern die Brücke. Triff dich mit ihnen. Du hast einen großen Sieg für die Freiheit errungen. AJ, Im Namen des Goldenen Pfades und seiner rechtmäßigen Anführerin Amita, danke. Du hast den Weg zur Freiheit geebnet. Und dieser Weg führt direkt über Pagan Min. Jay, willst du noch einen Zug von dem guten Stoff? Oh ja. Und diese neue Ladung ist definitiv richtig guter Stoff. Wie heißt sie? Patrox? Ja. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Mein was? Oh, scheiße! Also ich merke nicht allzu viel davon. Naja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Schon gut. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. Ich würde jetzt mal... Seid ihr das? Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Okay. Oh, nicht schon wieder. Was ich tue. Alter, hat's geklappt? Ich habe dich gerade wiederbelebt. Was meinst du denn? Oh. Also gut. Jetzt bist du an der Reihe. Nein, ich? Nein, 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 nein. AJ ist dran. Stimmt, das ist er. Keine Sorge, AJ. Bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja. Wir nennen es Habli-Babli. Weil es nirgends so krass ist wie da unten, wo es nass ist. Das werde ich bestimmt bereuen, oder? Oh. Und dieses Mal piekst du mich nicht wieder? Oh, fuck, stimmt. Ja, fast vergessen. Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Ja, ich war im St. John's gemacht. St. John's gemacht. Verdammt. Wo bin ich? Amita, ich bin im Norden. Du musst eine Zelle des Goldenen Pfades in Utkarsh treffen. Das ist eine Stadt nördlich der Brücke. Sie kennen den Norden besser als jeder andere. Du wirst bereits unten erwartet. Ajay, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele Psst. Ihr habt ein schönes Haus. Nein, meine Familie. Oh, das gefällt mir. Ist das Mahagoni? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Anas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann? Fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Bitte, ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? zu gefährlich. Ich hol mir Pagan. Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Wessen Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen? Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Ich wäre bereit. Und der Herr sprach, wen soll ich entsenden? Und du antwortest und sagst, hier bin ich, entsende mich. Deine Hingabe erfreut mich sehr, aber den Herrn erfreut sie noch mehr. Wir haben noch ein verlorenes Schaf. Finde es. Es finden, ihm folgen, die Diamanten holen und zu dir bringen. Mit der Macht aus dem Munde von Kindern lässt du den Feind verstummen und wirst ihr Rächer. Welcher Psalm ist das? Das Wort Gottes kommt nicht immer in Form von Psalmen und Versen. Wo bist du hin? Munition! Messer im Arsch gehabt? Das bist du. Es wurde geschossen! Findet den Mistkerl! Da schießt jemand! Jemand schießt! Ich erteile dir eine Lektion! Oh! Bleib genau da stehen! Zeigt es ihnen! Da ist es! Nach vorn! Oh! Meine eigene Mutter wird dich nicht mehr erkennen, wenn ich fertig bin! Weißt du überhaupt, wie man damit schießt? Und der Herr fragt, wen soll ich senden? Und ich sprach, ich bin hier, sende mich. Ich kam aus einem Land, voll Tod und Elend. Und stand so lange mit dem Teufel im Bunde. Dieser, er wollte nur Reisepässe, um seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und dieser wollte Malaria-Medizin für sein krankes Kind. Er wollte mich dafür töten. Ich kann es ihm nicht verübeln. Nein, es gibt noch so viel zu tun. Wir sind nicht fertig. Du weißt, was du tun musst. Und ich weiß, was ich tun muss. Epheser 5,18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin nur Ausschweifung ist, sondern werdet vom Geist erfüllt. Hast du Angst, Gale? Versteckst dich wie ein kleines Mädchen. Euch kämpft um jeden Meter. Jetzt haben wir. Greift zu und macht ihn alle. Du hast nicht gewagt. Ajay, schön, dich zu sehen. Willst du verreisen? Es ist vollbracht. Mein Werk hier ist getan und nun braucht mich der Herr woanders. Wo denn? Südamerika, glaube ich. Vielleicht auch Kuba. Es gibt noch viele Sünden, wieder gut zu machen. Danke, Ajay. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass es noch wahre Gläubige gibt, die bereit sind, das Richtige zu tun. Das werde ich dir niemals vergessen. Ich habe dir aus Dankbarkeit etwas hinterlassen. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geh hin, Ajay, und predige von nun an selbst. Ajay, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen. Liebes Volk von Kyrat. Sicher seid ihr alle erfreut zu hören, dass die Berichte von meinem Tod voll und ganz übertrieben sind. Ich lebe noch und alles ist gut in der Welt. Doch Leben heißt Fortschritt. Und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als den positiven Einfluss, der ich bin. Fortschritt erfordert Stärke. Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt. Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation. Miss Noor und Paul de Pleur haben nach langjährigem treuem Dienst neue Herausforderungen gesucht. Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück. Doch wie sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück. Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung. Seid beruhigt. Yuma Lau, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der KEO-Anlage überwacht, steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter. Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht. Versucht es nur, ich bitte euch. Und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe. Zum Mitschreiben. Fortschritt ist gut. Begrüßt ihn. Euer König lebt noch. Frohlockt. Yuma steht eisern wie ein Wachturm und wartet. Kommt doch. Klingt nach einer Herausforderung. Die Minen. Du weißt Bescheid. Bevor deine Hure von Mutter kam, war er furchtlos. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Dann kam deine Mutter. Deine Mutter. Verwandelt. Er hörte auf, ein König zu sein. Er war gebrochen, schwach. Lassen wir die Spielchen. Shogua. Wir wissen beide, was du willst. Kein Spielzeug im Bett. Ajay Ghale. Zeit, das zu tun, was Pagan nie selbst tun würde. Zeit, dich zu töten und die Asche deiner Mutter den Schweinen zu geben. Amita, Yuma ist tot. Das Ende der Dämonen von Durgesh. Keine Sorge, Ajay. Pagan ist er nicht. Hey, Bhadra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Bhadra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den Goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Tradition pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der Goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendu unterstützt, zum Anführer des Goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Bhadra sagte mir, dass du Jalendu zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tarun Matara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich... Ich will, dass du ihn zu Staub zermahlst. Los, los, los! Beeilung! Schnell, schnell! Ich lasse dich leiden, es gibt keinen drinnen! Ich an die Beine! Verdammt! Und mal ein Messer im Arsch gehabt? Das bist du! Ich habe schon zu lange nicht mehr getötet. Ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Du hast so eine schöne Haut. Weitermachen! Erledigt, Amita. Danke, Ajay. Sabal hat keine Kontrolle mehr. Und Bhadra ist sicher vor seinem kranken Tarun Matara-Scheiß. Und jetzt alles okay? Haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem er uns festhalten wollte. Eine neue Zeit für Kyrat. Hätte klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht. Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Oh. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon. Nur ein kleiner Rückschlag. Pick dich, du Troll! Ach, komm schon. Ja, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal einen Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper, kannst du es... diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. Oh. Oh. Ich sortiere dich, Ajay. Jetzt zieh noch weiter geht's. Oh, Scheiße! Ajay, keine Panik. Wir gaben dir Flügel. Das klappt aber nicht. Scheißdreck. Flatterst du auch mit den Armen? Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht Antworten. Wir können ihm Antworten geben. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Nicht schon wieder. Ja. Oh, war ja klar. Du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, Mleng. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Oh. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer Hobby pharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Das ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu den wichtigen Dingen. Den wirklich wichtigen Dingen. Sollen wir? Ja. Viel Spaß. Alles gut, ich verspreche dir. Sabal ist fort, du bist sicher. Keine Tarun Matara mehr. Bring sie zum Camp. Wir wissen nicht, wo Sabal ist und ich traue ihm nicht. Was ist denn mit Sabal? Nicht jetzt. Wir haben andere Sorgen. Pagan will Utkarsh mit seiner Artillerie angreifen. Dazu darf es nicht kommen. Zerstöre die Kanonen, bevor sie Utkarsh von der Karte radieren. Bin dabei. Sabal! Du musst die Stadt evakuieren! Ich evakuiere niemanden, nur weil du es sagst. Sie haben verfehlt. Ich wiederhole. Verfehlt. Hast du gehört? Sabal, hol die Männer da raus. Ich werde bestimmt nicht aufgeben. Artillerieeinheit Agni. Wir schicken eine Patrouille zu eurer Position. Sie nehmen uns in die Zange. Gib den Kanal frei. Das war's. Du bist in Sicherheit. Ohne uns hätten sie Utkarsh dem Erdboden gleichgemacht. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach brauche ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wer dieser Türen Unterschlupf bietet, wird ebenfalls erschossen. Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch. Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal spaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu... Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. Sie dich geschickt? Kommst du freiwillig? Was glaubst du, was du tust? Du spuckst auf alles, was dein Vater erbaut hat. Herzlichen Glückwunsch. Alles, was etwas bedeutet hat, ist jetzt wertlos, wegen dir. Und was wirklich traurig ist, Bruder, du übergibst das alles hier an Amita. An Amita! Glaubst du, sie kann Kyrat retten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Also, wie wird es enden, Bruder? Geh. Ist gut, Bruder. Bin weg. Sabal ist kein Problem mehr. Ich kann's nicht glauben. Es tut mir leid, AJ. Es musste sein, aber das macht es nicht einfacher, oder? Aber darum kümmern wir uns später. Erst müssen wir dieses Land befreien. Sie ist eine gute Anführung. Kyrat braucht neues Blut. AJ, wir haben auf dich gewartet. Alle bereiten sich auf den letzten großen Angriff vor. Gegen Pagans Festung. Das wird nicht einfach. Ich habe das von Sabal gehört. Was du auch denkst, Amita will immer nur das Beste für Kyrat. Mörserbeschuss! Macht sie kalt! Macht sie kalt! Hört nicht auf zu feuern! Bleibt da! Los, 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 los! Vorrücken! Du musst nachladen! Zeig dir dein Gewehr! Das Tor ist offen! Rückt vor! Wir sind durch! Los, los! Ich lass dich ausbluten! Feind gesichtet! Ich lass dich ausbluten! Wer schießt da? Ich werde dich ausweiten! Aber! Sie starten einen Gegenangriff! Haltet die Festung! Der arme Eric, mein Double, und jetzt das. Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold. Jetzt echt mal, ganz im Ernst. Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste? Nun ist es, wie es ist. Essen ist fertig. Amita, das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Die königliche Garde greift an. Wir kommen so schnell es geht. Ich schnappe mir Pagan. Komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach, mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich, sei zivilisiert, lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hörte, der nicht wartete, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing, mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, Schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter. Zusammen. Pagan ist tot. Es ist vorbei? Wir haben gewonnen? Hast du Lakshmana gefunden? Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Ist doch unwichtig. Nein. Du hast recht. Was zählt, ist Kyrat gemeinsam wieder aufzubauen. Holla, Nachbar. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte? Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön.